Ja, willkommen zum neuen Video von mir, heute aus der Serie Beer & Blades. Hier ist heute Ölkstoff. Und ums Messer, da geht es um dieses hier. Das ist Sanremo 910. Das habe ich von Christoph geschenkt bekommen. Und warum das jetzt so aussieht, ich habe gerade eben damit ein bisschen in der Küche gearbeitet. Und folgendes, pass auf. Es gibt ja Leute, die mich ab und zu mal erkennen wegen meiner Videos. Weil ich ja schon mal mein Gesicht in die Kamera halte. So, erstmal, Moment, erstmal Ölkstoff. Weil der Mike sich erschreckt. Mikey kriegt nämlich, das ist nämlich gerade ein Schweineohr. Mikey! Da! Schweineohr. Also, Prost, Freunde. Also bei dem, was ich euch erzähle, geht einem das Messer in der Tasche auf. Lecker. Das ist wohl Flensburger. Ölkstoff Pilsner. Also. Warte mal. Wie soll ich das machen? Und mal so, da kann ich mir gleich schön ein Vorschaubild bei 1,40. Also, es soll ja Leute geben, die mich erkennen aufgrund meiner Videos. Und es ist mir neulich passiert, da war ich mit dem LKW unterwegs und habe ich Pause gemacht. Und dann treffe ich einen. Ich muss dazu sagen, ich habe die Erlaubnis, das zu erzählen. Ich stehe da am Rastplatz. Und noch einmal sagt einer, hey, bist du der Arthur? Boah, voll geil. Ich kenne deine Videos, deine Messervideos. Voll cool. Echt? Oh, danke schön. Nun gut. Hast du ein Messer dabei? Ich muss einen Schluck dabei trinken, mir wird ganz schlecht. Sag ja, hab ich. Was ist denn für eins? Wie gesagt, das ist ein Sanremo 910 Plus. Geil! Das kenne ich doch gar nicht. Darf ich mal sehen? Ich konnte es leider nicht sehen, aber da hinten zieht es ganz schön zu. Nun ja. Jetzt hatte ich es auch noch hier oben in meiner Arbeitsweste drin. Naja, jetzt habe ich es also noch hier oben drin gehabt. Entschuldigung, gerade eben ging der Alarm los. In der Weste drin hier oben. Und der Tuppis greift mir gerade in die Tasche rein. Ich war so perplex. Na gut, sage ich. Aber mal langsam auf. Ich kann es auch schnell. Ich hab's gesehen, wie du das machst mit dem Messer. Ganz schnell. Geil. Kann ich auch. Sag, lass es nicht fallen. Mach es langsam. In dem Moment fällt er drunter. Entschuldigung. Fällt das runter. Ich gucke runter und ich sehe das Malheur und er. Sag, ich krieg das schon mit denen, ist gar kein Problem. Ich muss auch los, die Pause ist vorbei. Echt kein Witz. Wie der da hinten das Ding frisst. Der hat schon die halbe. Der war, guck nicht so, du kriegst kein Bier. Unmöglich, der Kerl. Naja, auf jeden Fall. Guckt euch das Malheur mal an. Könnt ihr es sehen? Krumm. Oh Mann, ey. Aber ich krieg's wieder hin. Und die Geschichte habe ich euch erzählt, um euch zu zeigen. Gebt eure Messer nicht aus der Hand. Nicht an Unwissende, nicht an Ungläubige. An Messerheiten sowieso schon mal gar nicht. Also, ich habe zu tun. Das kriege ich wieder. Gut, dass die Spitze nicht abgebrochen ist. So, seht ihr? Die hat halt nur einen kleinen. Ist so ein bisschen krumm. Und da auch. Oh, Frau Brehm klopft.
Die Eier sind fertig. Ich krieg's wieder hin. Wirkstoff schmeckt. Lehre aus der Geschichte. Gebt die Messer aus euren Händen nicht. Tschüss, Matthiot. Schwenkt tot. Review über das Messer kommt noch. Tschüss.